Moin Moin, ein Wort von mir heute einmal zu diesen Whiteboard-Stiften. Das sind die guten Teile, kommen in sehr viel Farben, deswegen habe ich es geholt, weil man in der Schule klassischerweise immer nur 3, 4 zur Verfügung hat und hier dann doch ein bisschen Variation geboten wird. Wir können uns hier einfach mal meinetwegen den rosanen schnappen. Ich habe jetzt zwar kein Whiteboard zur Hand, aber wir können einfach, denke ich, an der Stelle einmal nur, um zu gucken, ob das überhaupt Kraft hat. Hier so ein typisches, passt ja auch zum ganzen Amazon-Rückseitpaket nehmen. Haben hier erstmal hier eine klassische Spitze. So, das ist relativ selbsterklärend. Und wir sehen hier, das Ganze malt auf jeden Fall sehr kräftig. Und auch auf dem Whiteboard habe ich das Ganze schon ausprobiert. Ist das eben sehr ähnlich, sehr farbintensiv. Lässt sich auch ganz gut wieder lösen. Das ist kein Problem. Und wir können hier auch eben das Ganze oben aufschrauben. Wenn ich das jetzt hinkriege, ist vielleicht auch nicht ganz so wichtig, aber hier steht es auch nochmal extra drauf und können dann da eben entsprechend nachjustieren, wenn es dann eben nötig ist. Ansonsten eben ein sehr klassischer Marker, die eben aber mit ihrer Preisklasse hier definitiv ein bisschen bestechen tun und wir können hier eigentlich ein ganz solides, nettes, kleines Objekt erstellen.